Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man X6. Wir haben beim letzten Mal das letzte Teil der Blade-Rüstung gefunden. Hier in Typs Stage. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber wir möchten nochmal rein. Ich teste die Rüstung jetzt mal. Schauen wir mal, was die macht. Stimmt, dass mein Schwertangriff stärker wird oder so? Infinity Minion oder... Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Echt nicht, beim besten Willen. Bitte red mich nicht wieder voll. Ich weiß, was mich erwartet. Ja, ja. Ah! Ja, yeah, Nervenbolzen. Kann sein, dass die Blade-Rüstung nur meinen Finishing-Move ändert. Also mein Special-Move da. Wahrscheinlich. Ja, ja. Nein! Nerven. Weg da! Mistvieh! Im Ernst, das Ding da, dieses Tentakelvieh, ist nerviger als der im Hintergrund. Oh! Aufgeladene Schuss sieht anders aus. Macht da irgendwie weniger Schaden. Die Blade macht irgendwie mehr Schaden, glaube ich. So, das heißt, der Buster ist schwächer, aber die Blade ist stärker. Wow, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, das gibt's nicht. Nein! Was war das für eine Aktion? Falsche Taste. Ah, ich kann schweben! Ja, super. Verzieht euch! Ach, dummes Ding. So, ich hätte mich ducken sollen. Na egal. Bitte nicht wieder von Anfang. Natürlich wieder von Anfang. Ich glaube, diese Rüstung ist schlechter als die andere. Oder ich habe einfach nur beschissener gerade gespielt. Wow. Nein! Ich drücke mal aus Versehen zweimal der in dieselbe Richtung. Ach, hau ab. Ah. Nein, ich bin reingesprungen. Ja. Nein, schon wieder. Sollte vielleicht langsamer spielen, nicht so dumm. Jetzt dreht er da oben wieder durch. Ach. Jetzt wollte ich... Nein! Dieser Luftdash ist irgendwie nicht so super. Bevorzuge ich meine normale Rüstung. Mit der habe ich nur Probleme. Ja. Nein! Wow! Nein! Blöder Roboter im Hintergrund, geht drauf. So, jetzt gehe ich aber weiter. Oh nein! Stimmt ja. Ein Mega-Move war was anderes. Ja, du brauchst Hilfe! So, hast du Hilfe.
Hau ab! Bosskampf? Oder wieder Dynamo? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Was bist du? Irgendetwas kommt. Infinity Minion. Du bist einer der Investigatoren vom Albtraum. Nicht wahr? Sieht so aus, als ob mit dir hart umzugehen wäre. Warum muss ich bloß herhalten, nur weil es den anderen Investigatoren an Fähigkeiten mangelt? Wie bist du so weit gekommen? Sag mir nicht, du hast meine süße Illumina zerstört. Ich habe so einen gefährlichen Reploid zerstört. Nein! Ich war... Achso, ich wollte immer noch ein oder zwei Tests mit dir durchführen. Oder ich war noch dabei, Tests mit dir durchzuführen. Ich wollte sie nutzen, um alle Idioten zu zerstören. Nun bin ich wütend. Und das bedeutet, du bist tot. Meinst du? Wow, ich habe ihn weggefixt. Bist du... du... Nein, ich wollte dich nicht dashen. Wo ist denn der Richtige? Der Rechte da, oder? Ne, der da oben. So, ich verstehe. Er klont sich. Ja, dann ist es jetzt eh egal, weil ich habe eh kaum Energie. Die Frage ist nur, macht der Buster mehr Schaden oder der Saber? Eigentlich der Saber, weil der Saber killt alle irgendwie. Das heißt, sobald ich ihn einmal treffe, wird er gegen die Wand gefetzt und da, wo er stand, ist ein Abbild von sich, das mich angreift. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was du bist. So. Nee, nur wenn ich ihn mit dem Saber angreife. Ja, er ist ja unverwundbar eine Zeit lang. Achso, da rechts ist er. Vor lauter Figuren weiß ich nicht mehr, wer der Richtige ist. Jetzt ist er da oben. Hauen die Dinger mal ab oder muss ich die vernichten? Ich glaube, die muss ich vernichten. Wo ist der Richtige jetzt? Ich habe ihn gerade angegriffen. Da ist er. Haut ab. Da! Da. Das ist ein widerlicher Boss. Achso, ist ein falscher. Greift die ganze Zeit einen falschen an. Ja, der war widerlich. Zumindest schwieriger als alle anderen. Denn hier hätte ich eventuell sogar sterben können. Mit meiner fahrlässigen Methode. Blade-Rüstung ist, glaube ich, nichts für mich. Ray Arrow. Ja, verletze Gegner auf demselben Bildschirm. Super. Tech. Da fehlt ein E und ein N. Dann wäre es Tech kennen. Speedshot. Infinity Minion oder so. Ex-Testpilot für lange Waffen. Er hat einen speziellen Körper, der für Höchstgeschwindigkeiten gemacht wurde. Er ignoriert das Testprogramm und hat selber Hand angelegt oder so. Also wahrscheinlich hat er das Testprogramm ignoriert und ist selber geflogen oder so. Er hat exzellente Resultate erzielt.
Aber er hatte auch Probleme mit den anderen. Selbst Gate war nicht in der Lage, ihn zu kontrollieren. Eines Tages ist er auf eine Art und Weise verschwunden und hat es so aussehen lassen, als ob er in einen Unfall, als ob er einen Unfall gebaut hätte. Oder so. Irgendwie so in der Art. So. Die sind alle weg. Mir fehlt für die rechte Rüstung ein Stück. Und Kopf, Körper, Arm. Ich glaube das Bein-Upgrade. In welchen Stages hatte ich schon was? Hier hatte ich was. Hier hatte ich was. Hier hatte ich was. Hier hatte ich, glaube ich, was. Hier hatte ich was. Beim Muschelmann, glaube ich, auch. Also entweder beim Wolf oder bei der Libelle. Ich versuche mal die Libelle. Wobei es eigentlich realistischer wäre, ist der Wolf, weil dessen Stage war ich ja zuallererst und da habe ich irgendwie nichts entdeckt. Oder da hatte ich noch nichts, was ich hätte entdecken können. Und super. Ich lasse mich von einer Schnecke überfahren. Ach. Nein. Die Mantisse. Mantisse. Was ist denn die Mehrzahl von Mantis? Hat Mantis überhaupt eine Mehrzahl? Nee, oder? Oder ist... Nein. Da ist Mantis die englische Bezeichnung. Ach, Homing! Ich hasse euch. Warum ist hier auf einmal dunkel? Warum hat sich hier was geändert? Moment, hier rechts war... Die Kapsel! Gut, dann war ich hier schon mal. Die Musik ist schon friedlich. Ja, ja, es interessiert mich nicht. Gut, das heißt, die beiden linken oberen kann ich auf jeden Fall ausschließen. Die beiden. Die beiden linken unteren kann ich auch ausschließen. Den glaube ich auch und den auch. Das heißt, einer von den beiden. Ich würde mal schätzen beim Wolf. Wobei, bei der Muschel, da hatte ich glaube ich auch. Und das sind die Stages, an die ich jetzt denke. Ich würde ja sagen, ich bräuchte Feuer, um mich hier irgendwo durchzubrennen. Na, Lawine, komm her. Vielleicht sollte ich mich hier ein bisschen genauer umgucken. Ich meine, ich mache zwar nicht 100%, aber wenn ich schon mal dabei bin. Eck! Ja, ist mir egal. Ich weiß, ich spiele gerade wieder ein bisschen fahrlässig, aber ich muss jetzt nicht genau spielen. Ich habe Leben ohne Ende und ich bin nur auf der Suche nach einem Item oder nach einer Kapsel eigentlich. Da links oben! Feuer. Feuer, Feuer. Magma. Ach. Ich sehe aber nichts. Ja. Sieht so aus, als ob man da hochklettern könnte, aber wie? Keine Ahnung. Wow! Stimmt ja. Sorry, Wolf. Oh nein! Warum kann er durchschießen und ich nicht? Mein Buster ist doch nicht so gut. Erinnert mich sehr an Crystal Man Stage. Ja, ja.
Eigentlich wurde ich getroffen, aber naja. Da. Wo kommt das her auf einmal? Nein, da oben! Mir auch egal. Da oben ist bestimmt was. Wie komme ich denn da hoch? Oh, da ist was. Piss dich. Nein, der da unten. Ich muss Wölfe retten. Warum? Da ist ein Herzteil. Kann ich irgendwie nach oben fliegen? Das Ding heißt doch... Moment. Das Ding heißt doch Falkenrüstung. Wehe, das wagst du nicht. Moment. Was? Komm schon, das wird immer lächerlicher. Da oben! Moment. Rechts. Wie komme ich da ran? Was bringt mir die Falkenrüstung? Moment mal. Ich kann den Eisklotz, glaube ich, größer machen. Kommt schon wieder. Hier bin ich. Ja. Egal. Hauptsache, du greifst mich an und nicht meinen Wolfkumpel. Schon wieder das Vieh da oben. Hey, ich habe schon mal ein paar Dinge. Ja, komm, hier, jetzt egal. Ich habe schon mal ein paar Dinge jetzt entdeckt, aber es bringt mir nichts, weil ich nicht rankomme. Ach, zu spät gedrückt. Ja, perfekt. Und jetzt will ich da links oben rein. Nein! Ah. Verdammt. Moment mal, heißt das da oben ist schon wieder Dynamo? Wie soll ich den noch vernichten? Ach, das war zu nahe. Also das hier sind die einzig schwierigen Sachen, aber ich glaube, das hat... weniger was mit Schwierigkeit zu tun, als wie mit Feingefühl. Ah, gut. Also richtig schwierig würde ich das nicht nennen. Na, was sagst du mir? Was ist das für ein Kurs? Alia, sag mir, wo ich bin. Kommunikation ist ausgefallen. Wolf! Oh, ich rutsche automatisch, ja. Ja, egal. Ist mir egal, nehme ich eben Schaden. Es regnet, warum regnet es hier Magma? Ich bin in ein Eisgebiet. Oh. Wie komme ich daran? Wobei, ich weiß, wie ich rankomme. Kann ich mehr davon legen? Nee. Vielleicht auch nicht. Das genau? Gar nichts. Ich bräuchte eine Rüstung, mit der ich über Stacheln gehen kann. Das wäre gut.
Ich habe zweimal aus Versehen gedrückt. Und wäre dann fast gestorben. Okay, jedenfalls ist da links. Nein. Ja, so komme ich ran. Nein! Ich habe befürchtet, dass das passieren wird. Seht ihr, das meine ich mit Feingefühl. Das ist nur was, wo man Fingerspitzengefühl braucht und nicht was irgendwie schwer ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls habe ich ihn gerettet. Lass mich raten, Dynamo. Komm, gib's mir. Es war so klar. Bist du auf der. Hast du das Geheimnis, das Mysterium der Albträume ergründet, wie auch immer? Dynamo, das ist nicht dein Geschäft. Die Albtraumseelen sind eine nette DNA. Ich möchte mich damit verbessern. Also werde ich die Seelen sammeln. Oh. Hier kann ich nicht an die Wand. Naja, egal. Der Typ hat ja auch so nichts drauf. Ja. Nein! Moment, wie soll ich den Move dann ausweichen? Ja, ich komme ja nicht an die Wand. Ach so. Könntest du das wieder bleiben lassen? Ja, ja. So oft wie du explodierst, du musst ja schon ganzen Werkzeugkasten verbraucht haben. Verdammt! Keine Ahnung, was Dread heißt. Verdammt, irgendwas sowas wie, ja, verdammt, Mist. Bist zu ernst. Später, X. Jenna. Also später von wegen, wir sehen uns später. Okay, hier ist ein Herzteil. Was mir allerdings nichts bringt, weil. Naja, ich komme nicht ran. Zumindest wüsste ich nicht wie. Mina. Achso, Dante. Mhm. Ist ein Devil May Cry-Typen oder wie? Weapon Drive. Und Jumper. Jumper! Ja, ich weiß doch, wie ich rankomme. So. Jumper, da. Stimmt, ich muss irgendwas wegpacken. Die Barrier, keine Ahnung, was das sein soll, also Jumper. Weapon Drive. Overdrive. Weapon Drive. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal kurz in die Stage rein. Falkenrüstung von mir aus und holen uns das Herzteil. Ich hoffe, ich kann jetzt wirklich überspringen. Mein Jumper lässt mich ja überspringen normalerweise. Ja, definitiv. Ja, ist mir egal, die Lawine. Habe ich gesagt. Oh, ich nehme enormen Schaden. Vielleicht ist es mir doch nicht so egal. Wow, ich bin über der Lawine drüber gesprungen. Naja. Ich spiele gerade wie ein Depp. Ey. Oh, wie hoch ich springen kann. Jetzt muss ich damit natürlich umgehen lernen. Den hohen Sprung. So.
ist so wie bei sowas wie Battle of Olympus oder so oder Zelda 2. Wenn man erst klein springt und sich daran gewöhnt und dann auf einmal, oh, ich kann größer springen, muss ich mich daran gewöhnen. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt auch noch auf den Eisblock stellen und dann komme ich da problemlos ran. Gut. Moment. Ach, nee. Nee, sagte ich. Ach, komme ich doch nicht ran. Mag's nicht! Boah, dich vernichte ich, damit du meinen Kumpel nicht entführen kannst. Auch befreit. Ja, das war's. Ah, da, Weapon Drive. Und jetzt? Ist der Weapon Drive nur für den Mega Buster. Ist ja noch nicht grau. Was macht er denn? Ach egal. Ein Subtank fehlt mir auch noch. Na gut, schauen wir mal, wo ich noch was finde. Geil. Und ein Herzteil. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war Mega Man X6. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.